Hallo zusammen, heute mal zu einer Folge, die langsam nötig wird, denn wir sind hier auf einem Bodybuilding-Kanal und die meisten Kanäle da draußen bei YouTube richten sich vor allem ans Bodybuilding. Das bedeutet vor allem die Kunstfertigkeit, seinen Körper zu formen. Das ist das allererste Ziel dafür. Es gibt kein anderes Ziel, wenn man Bodybuilding betreibt. Natürlich kann man Mischformen machen. Man kann also Krafttraining damit kombinieren, man kann Funktionstraining kombinieren, man kann mehr auf Gesundheit Wert legen. Allerdings ist das reine Bodybuilding nur darauf bedacht, die Optik zu formen. Und es wird immer wieder verwechselt und gibt ganz große Klischees. Ja, der hat ja gar keine Kraft. Das ist ja nur eine Luftpumpe. Ja, er macht Bodybuilding. Das hat nichts mit Kraft zu tun. Oder Kampfsportler. Ja, den puste ich doch sofort um. Der hat doch keine Chance mit dem ganzen Muskeln. Ja, er macht auch keinen Kampfsport. Oder der ist ja völlig unbeweglich. Der hat ja keine Kondition. Ihr alle kennt das da draußen. Und natürlich geht das auch weiter. Es gibt immer wieder Trainingsmethoden, die man bei Bodybuildern sieht, wo jemand sagt, ganz klug, hey, der trainiert ja gar nicht richtig. Das ist ja gar keine richtige Wiederholung. Oh, der benutzt ja gar nicht die maximale Bewegungsamplitude und so weiter. Gerade wenn ihr die Profis beobachtet, die richtigen Profis, die seit 20 Jahren trainieren, auf der Olympiabühne sind und alles tun, um den Körper maximal zu formen, weil sie davon leben. Da merkt man oft, dass die mit Trainingsmethoden haben, die so gar nicht mit dem typischen Fitness-YouTube-korrekte Trainingsbild übereinstimmen. Und eine von diesen Übungen werde ich euch heute zeigen, die vor allem zeigt, wo der Unterschied ist zu der Übung, wie wir sie kennen, und zu der Bodybuilding-Variante davon, die viel effizienter für Bodybuilding sein kann, vor allem in mehrerer Hinsicht. Es geht hier um das Kreuzheben, eine der Männer- und Kraftübungen, wo immer wieder gern darüber gesprochen wird, wie man sie korrekt macht. Und ja, sie ist recht kompliziert und man braucht eine korrekte Ausführung davon. Allerdings gibt es auch eine korrekte Ausführung für Bodybuilder und so manch einer mag immer denken, das ist falsch, der macht die ja gar nicht richtig. Denn es ist nur ein Teil der Bewegung, der kompletten Bewegung beim Kreuzheben. Die übliche Bewegung, die wir kennen, geht komplett vom Boden, das heißt von einer fast 90-Grad-Variante in einem 90-Grad-Winkel. Der Oberkörper ist parallel zum Boden nach oben und wird rausgehoben. Mal mit mehr Bein, mal mit weniger, mal gestreckt, mal nicht. Das sind alles unterschiedliche Varianten. Allerdings, eine Bodybuilding-Variante spart sich einen Teil und das ist der schwierigste Teil. Ja, deswegen, so manch eine Stimme wird da wahrscheinlich wieder laut, uch, es gibt ja genau den schwierigen Part. Aber genau darum geht es im Bodybuilding. Denn der schwierige Part ist gleichzeitig auch der gefährliche Part. Und Bodybuilder haben woanders ihre Stärke, wo wiederum manche andere in den Sportarten nicht mithalten. Vielleicht machen sie nicht so gefährliche Übungen, haben nicht so viel Kraft. Aber Krafttrainierende müssen nicht eine Diät durchstehen und auf die Bühne wie Bodybuilder. Da sind die wiederum die Härteren. Aber es geht ja auch gar nicht um diesen ganzen Macho-Vergleich. Was man beim Kreuzheben vor allem nutzt als Bodybuilder, ist, die Masse im oberen Rücken aufzubauen und den unteren Rücken gleichzeitig mitzutrainieren. Aber nur für den unteren Rücken macht keiner eigentlich Kreuzheben. Die meisten beantworten, wenn es darum geht, was trifft Kreuzheben am meisten, der den ganzen Körper, den ganzen Rücken, ist richtig gut dafür. Und es stimmt auch. Aber vor allem, was ich merke, ist, es hat keine Übung, meinen inneren Rücken und meinen oberen Rücken, vor allem den Trapez, von ganz oben vom Hals an bis nach unten, der Trapez zieht sich über den ganzen Teil hin, besser trainiert und mehr Masse draufgepackt als Kreuzheben. Und genau das nutzen wir aus, indem wir nicht ganz runtergehen, denn nur im unteren Teil ist es wahnsinnig gefährlich. Das ist eine komplette, totale Belastung des Gewichts auf das Kreuz, auf die Bandscheiben, will ein Bodybuilder gar nicht. Das ist viel zu gefährlich und relativ wenig Nutzen. Der wahre Nutzen kommt hier oben zustande, wo man wirklich was für den oberen Rücken tut, in diesem Spiel hier. Und genau das machen wir. Ich zeige euch jetzt die Bodybuilding-Variante davon. Und ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ihr nehmt relativ viel mehr Gewicht, seid aber etwas sicherer. Natürlich müsst ihr trotzdem auf eine korrekte Ausführung achten. Das ist immer noch eine gefährliche Übung. Aber ich wette, ihr erlebt einen wesentlich besseren Fortschritt.
achtet hier bei der Trainingsausführung natürlich auch darauf, dass ihr genau den Zielmuskel, das heißt den wuchtigen oberen Rücken, trefft. Das macht ihr vor allem, indem ihr natürlich auch viele Dinge beachtet, die auch fürs Kreuzheben zu beachten gilt. Im unteren Teil, dadurch, dass ihr die Hüfte nicht so mit drin habt, müsst ihr weniger auf die korrekte Technik, vor allem mit dem Abklappen der Hüfte und so weiter, drauf achten. Das nimmt euch schon mal eine ganze Menge mit, vor allem in dem Teil, wo das Momentum und der Kraftanstieg der größte ist. Aber hier oben vor allem darauf achten, dass die Schulter, während ihr nach oben geht, zurückgezogen werden. Die sollen hier hinten landen, damit auch wirklich der Rücken maximal kontrahiert. Wenn ihr vorne mit den Schultern bleibt, ja, dann haben wir den Rückenstrecker mehr drin, aber wir wollen natürlich, dass genau hier eine dynamische Bewegung entsteht. Und dadurch wird der Trapez an verschiedenen Stellen aktiviert. Zum einen muss er es hochhalten. Das heißt, der Trapez, der hat ja zwei Funktionen. Er zieht einmal unsere Schultern nach oben und der gleiche Muskel, sobald es weiter unten ist, zieht auch die Schultern nach unten und nach hinten. Und genau das haben wir hier drin, von hier unten, wo er mehr quasi in den 90-Grad-Winkel zieht, bis im obersten Punkt, wo er natürlich die Schultern hochhalten muss, weil das Gewicht sonst nachlässt. Und das ist das Schöne daran, dadurch trainieren wir den Trapez mit dieser Übung wie mit keiner anderen. Gleichzeitig die hinteren Schultern und ein Großteil des Rückens ist damit drin. Probiert's mal aus, vor allem kann ich es nur jedem empfehlen, der mehr auf Gesundheit Wert legt, der vor allem auch Rückenprobleme hat. Ihr dürft weiterhin Kreuzheben machen, in vielen Fällen. Ich bin nicht euer persönlicher Arzt und weiß natürlich nicht, was ihr für Rückenbeschwerden habt, aber oft ist es wichtig, sich wieder ranzutasten. Und dann machen wir das nicht, indem wir direkt den gefährlichsten Teil mitnehmen, sondern den oberen Teil. Und auch dann könnt ihr das immer noch steigern und immer weiter nach unten gehen. Ihr müsst dafür vor allem gut gedehnt sein und eine gewisse Flexibilität haben. So, das war's für heute. Das war ein kurzer Beitrag. Vor allem, das könnt ihr natürlich mit vielen anderen Übungen machen und davon werden wir auch noch welche kennenlernen. Wenn ihr mehr Übungen kennenlernen wollt, die bei Bodybuildern komplett anders sind als bei jeder anderen Variante von Kraftsport, dann lasst es mich wissen, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Channel, dann verpasst ihr auch kein Video und dann schauen wir uns mal weiter ein paar Übungen an, die nur für Bodybuilder da sind und perfekt euren Körper formen.